Schwarzer rauf. Guck das mal an, was da abgeht. Was da rauskommt. Und auch da drumherum überall. Es kommt ja nicht nur da aus diesem Schornstein. Einen schönen Markt gelandet. Und jetzt wäre das was für dich? Was? Das? Marktschatz betreiben. Hm? Auch? Klar, mir ein Holzchen da. Bietest dir deine Mechanikerleistung an? Das sollte ich soll. Ja, wir holen uns jetzt hier einen. Dann kurz hier drüber. Und dann gucken wir mal, wo wir heute Abend übernachten. Heute Abend übernachten und wir weiterfahren. Von uns. Er hat das Schild durchgelesen. Ein spanischer Einwanderer, der kam hier rüber, um Sugarcane zu schneiden. Das war wie ein altmodischer Backpacker. Mhm. Und dann hat er das Land gekauft und hat die Villa darauf selbst gebaut. Und das ist sein Traum von der. Ja,
Fairy Tale, sag mal denn. So eine Wunschwille halt eben zu haben. Boah, das ist da war. Genau, folgt mir für weitere historische Momente. Ja, Kanal wird unten verlinkt. Weißt du was? Ich ziehe lieber mal meine Schuhe aus. Dann kann man wieder auf. Ich kann alles heute mal sauber. Gleich fällt das Handy runter. Oh, wie schön das aussieht. Das ist schon so aufgezogen, als fast es eintritt. Herr Messing, das ist eigentlich das Park für 24 Monate. Richtig süß gemacht. Hier so ein Seafood-Restaurant mit so zwei Booten aneinander. Aber dann gibt es nicht so frittiertes. Aber ist schön gemacht, gell? Okay. Also, wir brauchen den frisch frittierten Kram. Deswegen gehen wir weiter. Aber es sieht schön aus. Hier haben die auch noch ein paar Plätze. Wie teuer waren die? Wir haben uns ungefähr $35 gespart durch meine Panikattacke in Kings. War doch das Stahlding kaputt. Habe ich euch ja erzählt. Und bei Kings gab es das für $15, also 14 irgendwas. Und die hatten aber keins mehr und dann ist der André gleich durchgedreht. 5 Tage auf die Lieferung warten aus Brisbane. Ja, also jetzt haben wir es. Und die haben wir halt eben nicht diese 5 Tage in Cairns, weil man hier halt auch nirgendwo so gut stehen kann. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Komm, wir laufen erst nochmal und gucken nochmal, sonst können wir immer noch machen. Ja. Also André ist halbe Panik, Ausrüsterattack hat sich gelohnt, wir haben es jetzt. Die haben uns dann eins gegeben aus einem anderen Päckchen, haben die aufgemacht. Ja. Jetzt sind wir hier in Cairns, laufen mal zur Lagune. Und die Sonne scheint, das ist heiß. Aber richtig schön. Hier in der Lagune, das ist so krass. Immer umsonst. Wir haben hier Toiletten, die haben hier Duschen. Und mit so Sand aufgeschüttet, kompletter Wasserpark. Gut, jetzt ist hier Ebbe, normalerweise ist hier das Meer. Und es kostet einfach nichts. Haben da also Lifeguards, die auf die Kiddies aufpassen. Ja, wollte ich euch mal mitteilen. Richtig geil. Rarität heute. André ist das erste Mal am Schälen von. Von Schälen kann ich gar keine Rede King sein. Mountains. Also bisher pflückt die eher. Ich weiß nicht, was der da macht. Ich gucke nach der besten Rat. Guck mal, so ein Stück hast du noch nie geschält. Aber sind sehr lecker. Wir dachten nur, die sind warm, gell? Ja, und ein paar mehr, wenn du das kannst.
Wir sind jetzt am Campground angekommen, hat der André rausgesucht. Hier ist so ein kleines Café. Richtig schön beleuchtet. Und wir haben auch eine richtig coole Campsite. Es ist jetzt schon dunkel. Die zeige ich euch morgen mal. Wir stehen bis jetzt da relativ alleine. Und direkt neben so einem kleinen Fluss. Ey. Direkt neben so einem kleinen Fluss. Mega schön. Aber zeige ich euch morgen, weil jetzt seht ihr leider nichts mehr. Weil hier ist alles dunkel. Und wir haben jetzt, ich glaube, 6 oder 6:30. Zwischen 6 und 7 auf jeden Fall. Also bis morgen. Wenn ich es nicht vergesse, zeige ich euch auch heute nochmal die Lichterkette im Dachzelt, wenn es an ist. Ja, das ist nämlich auch mega gemütlich. Also wenn ihr irgendwie am Reisen seid mit einem Dachzelt, holt euch eine Lichterkette. Ich zeige euch das später. Nacht. Überall haben die hier so Lichterketten. Eben sind wir auch durch so einen Gang durchgegangen, da sind die am Ende einfach kaputt. Lichterketten und Lichter. Genau das, was ich liebe. Hier haben die einen Dancefloor. Eine Bar. Salon. Müssen wir morgen mal fragen, vielleicht Wochenende. Oder manche, vielleicht kann man hier auch heiraten oder so. Guck mal, das sieht auch abgefahren aus, das Gebäude. Ihr seht es leider gar nicht so richtig. Ich laufe hier morgen noch mal rum und zeige euch morgen noch mal ein bisschen. Wir haben es jetzt auch nur im Halbhelm gesehen. Also jetzt aber bis morgen.